Expressives Porträtmalen in Aquarell ist mein heutiges Thema für dich und das Ganze auch für Anfänger geeignet. Hallo zusammen, ich bin Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit im Leben und da sind wir schon wieder richtig mittendrin im Thema. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du wirklich mit einfachsten Mitteln ein expressives Porträt malen kannst oder expressive Köpfe, wie ich sie auch ganz gern nenne. Und es ist alles erlaubt, sämtliche Farben. Also ich verwende jetzt gleich Acrylfarben und Aquarellfarben, aber du kannst alles verwenden. Sei im Fluss, geh zum Malkasten von deiner Tochter, benutz alles, Bleistift, Buntstifte, alles ist erlaubt. Wenn du Interesse hast an dem Thema heilsames Malen und Sucht, habe ich dir hier eine Playlist zusammengestellt mit interessanten Beiträgen. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Viel Spaß. Ja, vom Material her. Gängige Acrylfarben, Aquarellfarben und im späteren Verlauf kommt dann noch Tusche zum Einsatz. Ach ja, das ist Paulchen, eins meiner inneren Kinder, der euch darauf oder liebevoll darauf hinweist, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Das ist aber ein schöner Übergang, weil durch das Malen von Köpfen oder expressive Köpfe malen, verschaffst du dir einen ganz super tollen. Jesus, was war das denn jetzt? Oh Gott. Jetzt habt ihr mich aber gerade kalt erwischt. Ich schneide es jetzt nicht raus, weil das ist die Realität. Und zwar, ich muss da jetzt echt lachen. Das passiert, wenn man expressive Köpfe malt und Musik dabei hört. Ich habe natürlich die Kopfhörer auf und fange dann oft gurgelnd irgendwie zum Singen an. Und das war es gerade eben. Oje, oje. Aber ich finde, das ist echt. Und deswegen bleibt es drinnen. Punkt. Aber jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen. Das Malen von Köpfen. Also ich möchte jetzt diesen Ausdruck gar nicht verwenden, zwingend expressive Porträts. Das hört sich dann immer so schwer und toll an. Bleiben wir doch jetzt einfach mal bei diesen Köpfen, Malen von Köpfen. Es sind deine Köpfe, ja. Es ist dein Anteil. Und viele von euch wissen ja, ich bin hochsensibel. Das heißt, dass ich im Laufe des Tages unglaublich viele Eindrücke bekomme und die müssen einfach dann abgearbeitet werden abends. Ne? Und ich glaube, dass diese Köpfe oder auch wenn Menschen, meine Mutter hat ja auch schon Köpfe gemalt, dass es diese Eindrücke, diese Tageseindrücke sind, die man dann so gesehen auflöst. Und in dem Augenblick, wo ich natürlich auch die Dinge auflöse, ja, loslasse, habe ich immer auch den Zugang zu mir selber. Der Zugang zu mir selber verbessert sich automatisch, wenn ich nicht festhalte, sondern loslasse. Und es müssen jetzt auch keine expressiven Porträts sein, es können Blumenbilder sein. Ja. In einem der nächsten Videos habe ich mir jetzt auch mal überlegt, einfach mal schöne Blumen zu malen. Ich bin jetzt nicht so die Blumenmalerin, aber irgendwie ist mir gerade danach. Ne? Und jetzt bei dem Video, eben bei diesem Bild, war es tatsächlich so, mir war nach richtiger Rockmusik und richtig austoben, da mussten Dinge raus. Und während des Malens, während dieser
Köpfemalerei begann oder hat dann dieser oder hatte ich dann wieder diesen unglaublich schönen Zugang zu mir selber. Und das ist Genesung, ja. Also so bleibe ich trocken und clean. Ja, so schaffe ich es, nicht durchzuknallen im Hochsommer mit den vielen Geräuschen bezüglich meiner Hochsensibilität oder hochsensitiv. Ich bin ja beides, ne? Hochsensibel und hochsensitiv. Und probier es einfach mal aus. Verschaff dir oder schaff dir einen Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz, den du jetzt gerade hier siehst im Bild, es ist ein Tisch von, keine Ahnung, 80 mal maximal 1,20 oder 1,40. Mehr ist er nicht, ne? Gut, ich habe mir jetzt noch einen zweiten Tisch besorgt, dass ich die Malsachen liegen lassen kann, aber ich habe viele Jahre auch wirklich in der Zeit, wo ich viel unterwegs war, na, jetzt fange ich gerade wieder an zum Singen, wo ich viel unterwegs war, okay, hatte ich oft nur einen kleinen Tisch. Es reicht. Ich meine, du siehst ja, man braucht wirklich nicht so arg viel. Das erinnert mich an Elvis Presley, wo er so, naja, also nein, nicht, dass ich natürlich, ich bin kein Elvis Presley, um Gott behüte, ich kann nicht singen, deswegen bin ich Malerin geworden. Oh Gott. Jesus, Maria und Josef. Okay, aber so ist es. Also ihr kriegt gerade tatsächlich mich mal ungefiltert mit. So ist es dann tatsächlich, wenn ich mich richtig austoben will. Das ist ja jetzt noch ein kleines Bildchen oder eine kleine, ich glaube, dass die Bildgröße ist 40 mal oder nee, ist 50 mal 70. Aber jetzt nochmal zu dir. Regelmäßiges, heilsames Malen verschafft dir auf jeden Fall einen super Zugang zu dir selber. Ja? Du wirst konzentrierter, die Aufmerksamkeit verbessert sich, du wirst leichter, also der ganze Alltag, also wenn ich spüre es ja dann schon im Alltag, ne? Also dass irgendwas verquer ist, dass es zwickt. Und dann denke ich hier, ja gut, dann wenn ich nach Hause komme, ja gut, dann male ich ein bisschen. Und dann hält sich automatisch, dann hält sich meine ganze Gefühlswelt oder mein Energiefeld wird dann schon wieder richtig heller. Also die Konzentration wird sich verbessern, deine Aufmerksamkeit für einen Punkt oder für eine Sache verbessert sich. Dein Leben wird leichter, fluffiger, teilweise auch lustiger. Mach Musik dazu. Ich habe mir auch mal überlegt, im nächsten, oder ich habe viele Themen, die ich in diesem Jahr noch umsetzen möchte. Und ein wundervolles Thema ist ja auch Musik malen. Ja? Also die Bilder, je nach Musik, entstehen ja auch verschiedene Bilder. Also wenn ich ganzen Roses höre, so wie jetzt bei dem Video oder Kurt Cobain, dann entstehen andere Bilder, als wenn ich meine Meditationsmusik auflege. Ja, bestimmte Formen, bestimmte Farben können mich beruhigen oder aber auch meine Energien aktivieren. Ja, und das ist das Tolle an diesem heilsamen Malen. Und eine meiner letzten Empfehlungen für heute, weil ich denke, das reicht ja dann auch, beziehungsweise male und du dich eröffnet, so, dir eröffnet sich sowieso der komplette Kosmos. Eine meiner letzten Empfehlungen für dieses, fürs heutige Video ist, mal regelmäßig. Ja? Versuche ruhig in der ersten Zeit jeden Tag mal so 10, 15, 20 Minuten zu zeichnen. Das kannst du auch gerne morgens, abends, wie es für dich besser ist. Ne? Fühl rein, wann für dich die beste Zeit ist.
Und dann schau mal, wie sich dein Leben, in welche Richtung sich dein Leben so verändert. Ja, ich singe jetzt noch ein bisschen und male noch ein bisschen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest oder interessiert bist an einer möglichen Zusammenarbeit, dann habe ich dir auch hier unten in der Beschreibung die Verlinkung eingepflegt und ich freue mich, wenn du mich auf meiner Website besuchst. Alle meine Angebote sind mittlerweile online verfügbar und ja, ich freue mich immer über Kommentare, also schreib mir gerne unten einen Kommentar rein, wenn du Fragen hast. Ich beantworte alle Fragen. Ich wünsche dir nun viel Spaß und vor allen Dingen viel Leichtigkeit in deinem Leben und bis bald.